die Band hat einen Knall, zumindest im jetzt folgenden Musikquiz. Da werden von unseren Bläsern gleich Songs gespielt. Der große Spaß, manche Töne werden durch einen Knall ersetzt. Also die Bläser werden gleich einen Song spielen, manche Töne werden durch einen Knall ersetzt, um ganz genau zu sein, durch eine Explosion. Für diese Explosion sorgen unsere Pyrotechniker, Mike und Ronny, hallo, schön, dass ihr da seid, die für dieses Quizteil ein Teil der Mighty Winterzeit werden. Wer glaubt von euch, den Song erkannt zu haben, schreibt den Songtitel bitte auf und loggt ein. Da ist noch so ein kleiner Haken, das ist das Einloggen. Oh, und wir gehen dann der Reihe nach durch. Wer zuerst eingeloggt hat, der wird als erstes gefragt. Ist die Antwort richtig? Ist es der Punkt der Person, die als erstes eingeloggt hat? Ist sie falsch? Gehen wir zur zweiten Person und so weiter. Dieser Druck, ich kann mit dem Druck nicht mehr umgehen. Ist das das Alter oder ich weiß nicht. Das kann ich dir nicht beantworten. Du bist vor der ganzen Welt aufgetreten und das macht die nervös, das liegt. Könnten wir einen Eimer haben für Lena, bitte? Also, wir legen los. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass ich mir jetzt dieses Teil hier in das Ohr stecke. Ich höre euch dann nicht mehr, weil es wird sehr laut. Es gibt ja eine Explosion. Also, die Musik, die wir gleich hören werden, die knallt mehr als der Bass im Berghain. Los geht's! Sarah hat schon eingeloggt, die anderen müssen noch. Tapfer gespielt, da, Jungs. Ja. Echt, und Mädels. Krass. Eiskalt durchgezogen. Kenn ich nix. Trotz Piepsen auf den Ohren haben sie doch ihre Instrumente gehört. Ja, ich hab's auch auf meinen Ohren. Stehst du direkt daneben. Klar, du musst noch einloggen, den grünen Haken. Sarah, du hast als erstes eingeloggt. Ja. Du hast geschrieben, das ist Locked Out of Heaven. Sehr schön. Spiel gerne den Song an, sing gerne mit, wenn du willst. Das ist. Und vielleicht können wir, Eike, kannst du noch einmal kurz kommen mit Eike? Bei Mike und Ronny müssen wir einmal hier ganz kurz, Mike und Ronny, nicht, dass ich jetzt den falschen Song zeige, darf ich das noch mal ganz kurz hier ändern? Ja. Guck mal, ihr habt nämlich hier, wenn du da rumkommst, vielleicht kann man das einmal zeigen. Ja, wie ihr sieht habt das hier in quasi Noten so, aus? So Sprengkästen und damit kombinieren sie. Und das ist quasi das Notenblatt für Mike und Ronny. Da sieht man halt, wann sie die kleinen, kurz nacheinander, mal eine große und am Ende halt der Big Bang. So kann man das machen, für den Fall, dass sie auch eine Band zu Hause haben und das mal ausprobieren wollen auf einem Konzert bei ihnen im Dorf. Vielen Dank, Mike und Ronny, und natürlich auch The Mighty Winterscheids. Locked Out of Heaven war richtig. Ein Punkt für Sarah. Und hier ist der nächste Song. Alter.
Hey. Wenn ich so schreie, tut mir jetzt leid, ich höre sehr schlecht. Es hat sehr laut geknallt hier neben mir gerade. Klaas hat als erstes eingeloggt. Nein! Ja? Weil ich vielleicht ein Swiftie bin? Oh! Vielleicht. Vielleicht bist du ein Swiftie, weil du sagst, welcher Song ist es denn von unserer Taylor? Ich glaube, es ist Enter Hero. Ja. Yeah. Krasser Verumlauf, wir hören rein. Hero, dein Punkt. Ein Song, den sie schreibt, weil sie von sich selber sagt, sie kann nichts und glaubt nicht an ihre eigenen Fähigkeiten. Imposter Syndrome. Und das ist der Song dazu. Wir haben noch einen. Muss man, Joko, Herr Winterscheid, Herr Winterscheid. Bitte, Herr Häufer-Umlauf. Herr Winterscheid, darf ich auf Toilette? Nein, ich wollte was anderes fragen. Muss man den Interpreten kennen? Der Song reicht. Ja? Ja. Das ist gut. Ja, danke. Ja. Dann habe ich richtig aufgeschrieben. Klaas, du hast als Einziger eingeloggt, was ist deine Antwort? Heißt das, ich weiß nicht, ob der Song auch so heißt, aber es ist zumindest, wird das immer gesungen, Perfect Day. Perfect Day! Ob das richtig ist? Man weiß es eigentlich immer schon, wenn ich nachfrage. Hört mal rein! Glashäufer-Umlauf. Ich kenne den Song nicht. Du kennst den Song nicht. Lou Reed, Perfect Day. Man ist sich bis heute unsicher, ob Lou Reed Perfect Day, ob er den Song für seine große Liebe, dann später seine Frau geschrieben hat, oder ob er einen Herointrip beschreibt. Na klar. Ihr kennt Klassiker. Das vom Songwriting wahrscheinlich. Klassiker. Ja. Entweder oder. Boah, das ist anstrengend hier alles. Ist super anstrengend. Das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie so anstrengend. Das ist, ich wollte noch mal sagen, es ist nicht so anstrengend, sondern ich habe das Gefühl, meine Brille ist wahnsinnig beschlagen. Aber es ist, glaube ich, einfach der ganze Nebel hier. Aber früher war das einfacher, weißt du, als wir uns noch einfach gegenseitig mit dem Catcar überfahren haben, weißt du? Das waren einfachere Zeiten. Früher war alles einfacher. Als wir uns gegenseitig einen Nagel ins Gesicht gesteckt haben. Das war irgendwie easy so. Ich sage jedenfalls vielen lieben Dank nicht nur an Knallemann und Söhne. Wunderschön, dass ihr da gewesen seid und eure Explosion hier dazu beigesteuert habt. Auch an die Mighty Winterscheids abermals für diese unfassbares Spiel. Dankeschön. Das war Die Band hat einen Knall. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, oh, da will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem. Da oben bei Join.